Oh. Hi Julia. Hi Katrin. Ja, wir wollen ja heute über das Thema Tod reden, Tod von einem nahestehenden Menschen und was das in deinem Leben mit dir gemacht hat und wie es dich auch zu der Person gemacht hat, die du jetzt heute bist. Und ich bin total froh von Herzen, dass du das mit mir teilst und mit all den Menschen, die das Video anschauen. Weil für mich das Thema Tod irgendwie eine sehr, sehr starke Bedeutung hat, obwohl ich damit noch nicht die Erfahrung gemacht habe, jetzt wie du so nah. Aber es ein großes Anliegen von mir ist, dass wir eben einen anderen Zugang zum Tod bekommen hier, auch in unserer Gesellschaft und auch das Thema Tod mehr integrieren in unser Leben. Und ich glaube, das hast du echt, so wie ich dich jetzt kenne, sehr, sehr gut geschafft. Dankeschön. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und ich finde, dass deine Geschichte insofern wichtig ist, mit der Welt zu teilen, weil du damit echt so groß und so stark umgehst. Und vielleicht magst du einfach mal erzählen, was bei dir passiert ist, also wie du mit dem Thema Tod konfrontiert wurdest. Ja, das ist jetzt schon gut 7, ach schon über 7 Jahre wieder her. Im Mai vor, also Mai 2012 ist mein Mann an einem Gehirntumor verstorben. Es war ursprünglich ein Hautkrebs und ja, und Ende Mai, am 26. Mai ganz genau, ist er verstorben. Und ich war auch noch im 3. Monat schwanger. Das war ein sehr schwerer Moment, ja. Mein Mann war mein absoluter Lieblingsmensch. Ich habe mich gefühlt mit ihm wie mit Yin und Yang, wie Yin und Yang. Wir zusammen waren eine Einheit. Ich habe mich in meinem Leben noch nie so geliebt gefühlt wie mit meinem Mann. Ich hatte ihn auch gerade erst kennengelernt, 2010. Das wollte ich gerade sagen. Ihr kanntet euch auch noch gar nicht lange, ne? 2010 haben wir uns am 7.7.2010 haben uns kennengelernt. Und wir wussten sofort, wir haben gespürt, dass uns was ganz Besonderes verbindet. Und deshalb haben wir auch schon 2011 wieder geheiratet. Weil wir einfach wussten, das darf so sein, das ist richtig. Wir gehören zusammen. Das haben wir. Ja, ohne viele Worte, obwohl, nee, stimmt nicht. Ich ohne viele Worte, mein Mann mit sehr vielen Dass er das wollte mit dir, meinst du jetzt, oder? Nee, aber mein Mann war ein sehr, sehr gesprächiger, unterhaltsamer, lebenslustiger Mensch. Obwohl er auch zu diesem Zeitpunkt, als ich ihn kennenlernte, eine Krebsbehandlung hinter sich hatte. Er hatte schon mal um seinen Krebs, ja, also mit dem Krebs Gekämpft. kämpfen müssen und damals eben gewonnen. Das war 2006, ist er erkrankt an einem Hauttumor, an einem Hautkrebs und hat hart kämpfen müssen. Über ein Jahr, bis die erste Mal wussten überhaupt, was es für ein Krebs ist, wo er sitzt, was mit ihm los ist. Dann wurde er operiert und es wurde ihm also das ganze Auge wurde ihm entfernt. Komplett weg und mit Haut zugemacht. Als ihr euch kennengelernt habt, hatte er das auch nicht mehr, das Auge, richtig, ne? Genau. Ja. Also das heißt, du wusstest auch schon zu dem Zeitpunkt, dass er schon mal den Krebs überstanden hatte? Oder wie war das da, als ihr euch kennengelernt habt? Nee, das war ganz lustig. Ich habe ihn auf so einer großen, nein, ich mache keine Werbung, auf einer Plattform kennengelernt für große Menschen. Ich bin ja sehr groß, mein Mann war auch sehr groß. Und da haben wir uns kennengelernt. Und dann hat er mir ein Foto geschickt, weil er wollte mich kennenlernen. Er hat mich angesprochen. Und mit einem netten Profil. Das hat mich schon sehr angesprochen. Aber das Foto von ihm fand ich komisch. Ich habe noch nie so ein Foto bekommen von jemandem, wo ich nur ein Auge gesehen habe. Ach so, das hat er auch ganz klar dann Ganz so. klar geschickt. Und dann habe ich ihn aber trotzdem darauf angesprochen, weil es schon so komisch für mich war. Ne? Und dann hat er nur gesagt, lass dich überraschen, erzähle ich dir, wenn wir uns sehen.
Und dann habe ich mich diesem Prozess anvertraut. Mhm. Abvertraut. Das heißt, der ist dann da auch echt locker mit umgegangen, ne? Du hast mir das schon mal erzählt, oder? Genau. Wir haben uns an der Eisdiele getroffen. Das war unser erstes Date in der Eisdiele, beziehungsweise vor der Eisdiele. Und er stand total cool und leisure an so einem Laternenpfahl. Hat mir schon total imponiert. So richtig, ja, richtig sympathisch kam er rüber. Mit so einem richtig schönen pinken Poloshirt, weiß ich noch. Ich war direkt auch hin und weg, aber mit Sonnenbrille. Und was mir so heute auch noch so imponiert hat, war, dass er in dem Moment, wo er mich gesehen hat und wusste, dass ich die Person bin, ne, dass wir uns treffen, hat er sofort seine Sonnenbrille runtergenommen. Mhm. Er hat sich nicht geschämt oder gesagt, ich zeig mich nicht oder versteck mich. Er hat sich sofort gezeigt. Mhm. Und das war schon erstmal, wow, hab das in meinem Leben zuvor nie gesehen. Ein Mensch mit einem Auge. Ja. Aber er ist so cool und offen damit umgegangen. Es hat mich so imponiert, so beeindruckt. Es war echt ein tolles erste Date schon. Und wie hat sich das dann, also wie ist das dann weitergelaufen? Wann hast du dann erfahren oder wann habt ihr erfahren, dass er wieder krank war? Wie lange hat das ungefähr gedauert? Also es war so, dass wir am 3.10.2011 geheiratet haben. Und danach, warum auch immer, er sollte die Untersuchung eigentlich vor unserer Hochzeit haben. Mhm. Er hat den Termin aber erst nach der Hochzeit wahrgenommen, den normalen Kontrolltermin. Und dann sagte die Schwester, alles wieder wie immer. Und mein Mann war Rettungssanitäter und bei der Feuerwehr hat er gearbeitet. Und dadurch hatte er natürlich viele medizinische Kenntnisse. Mhm. Und hat sich dann dieses MRT angeschaut. Mhm. Und hat gesagt, wieso sagen Sie mir, alles ist in Ordnung? Ich sehe doch, selbst ich sehe, dass da nicht alles in Ordnung ist. Und mein Schwiegervater ist auch Rettungssanitäter und auch medizinisch sehr ausgebildet. Und dann war klar, dass da wieder was ist. Und dann ging es los. Es war kurz vor Weihnachten und ja, es war schon eine krasse Zeit. Also mir haben viele Menschen gesagt, das kann man nicht mehr heilen, das geht nicht. Und mein Mann und ich, wir haben da gar nicht so drüber geredet. Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich weiß schon, dass mir ein paar Menschen gesagt haben, das überlebt er nicht. Mhm. Und da weiß ich noch, dass ich das natürlich nicht hören wollte. Und dann ist er operiert worden, Ende November. Und am Stammhirn haben die ihn operiert. Das war dann ein Gehirntumor mittlerweile. Und dann hieß es, ja, da war jetzt das Bestrahlen lassen. Und nach der Bestrahlung haben die uns gesagt, ja, das schrumpft jetzt und dann kann er wieder gesund werden. Mhm. Und das war am 22. Dezember. Also das schönste Weihnachten, was uns noch bevorstand. Wir haben uns so gefreut, wir waren so glücklich. Voller Zuversicht, dass wir das wieder hinkriegen. Und auch Silvester, weiß ich noch, waren wir noch in Hamburg und haben uns noch ein Musical angeschaut. Wir haben jeden Tag gelebt. War ganz, ganz besonders. Ja, und Mitte Februar durfte dann auch unsere Tochter noch entstehen. Weil wir einfach davon felsenfest überzeugt waren, das war wieder so ein Kampf, wie er schon mal hatte, und dass er das wieder überlebt. War für uns ganz klar. Und was meinst du jetzt, wann war der Zeitpunkt, wo du dann realisiert hast, okay, er wird jetzt wirklich nicht mehr gesund, und wo er auch realisiert hat, oder meinst du, den gab es überhaupt, dass er irgendwann gemerkt hat, okay, jetzt, also diesmal überlebe ich das nicht? Ja, sie gehen jetzt hier einfach links am See entlang und dann finden sie es auf der linken Seite. Sehr gerne. Ja, schön. Komm hier noch. Wir ziehen schon mit unserer Energie nette Menschen hier an. genau. Ja. Es war, ehrlich gesagt kann ich es nicht ganz genau festlegen. Mein Gefühl war, dass so eine Woche vor dem Todestag war. Da habe ich gemerkt, dass Adrian, also ne, mein Mann Adrian, dass er sich sehr verändert hat. Mhm. Vorher hat er viel noch mit mir diskutiert oder mit mir geredet, gesprochen.
wir haben noch eine Kommunikation gehabt. Natürlich auch immer abgeschwächter. Aber eine Woche vor seinem Tod habe ich gemerkt, dass er es irgendwie alles über sich geschehen lassen hat. Mhm. Und da habe ich gemerkt, irgendwie, es ist alles anders. Aber auch da habe ich es nicht wahrhaben wollen. Weiß ich noch, da kam mal wieder die Notärztin, die kam mit dem Hubschrauber angeflogen. Und dann kam die Notärztin rein und die wissen schon, was das jetzt bedeutet, ne? Ich so. War er dann noch zu Hause? Oder? Mhm, ah, okay. Der war immer zu Hause. Die Ärzte haben uns immer wieder nach Hause geschickt. Mhm. Immer. Ich habe ihn zu Hause gepflegt. Mhm. Und dann sagte die Notärztin, sie wissen schon, was das jetzt bedeutet. Nö, was denn? Wir kommen jetzt ins Krankenhaus, wird wieder notfallmäßig versorgt und dann gehen wir wieder nach Hause, wie immer. Das war ja nicht der erste epileptische Anfall. Mhm. Wir hatten einige. Und dann hat sie mir schon, heute weiß ich, mir schon noch mehr nochmal signalisieren wollen, dass das nichts wird. Obwohl es auch so war. Also wir sind tatsächlich nochmal nach Hause gekommen. Aber es wurde von Mal zu Mal ja, schwieriger. Und wo ist er dann am Ende wirklich gestorben? Im Krankenhaus. Ah, okay. Warst du dann dabei in dem Moment, oder? Nein. Es war so, dass wir, es war abends, 5:30, also als ich letzte Mal im Krankenhaus war. Mhm. Mein Schwiegervater war da und meine Schwägerin. Und dann sagten die beiden, du gehst jetzt mal nach Hause, ruh du dich mal aus. Weil ich natürlich kaum noch geschlafen habe und war rund um die Uhr nur im Krankenhaus. Also es waren jetzt schon die letzten 2 Tage, war er nur noch im Krankenhaus gewesen. Und auch vorher zu Hause, ich habe ihn allein mehr oder weniger versorgt. Und war einfach sehr, sehr belastet. Und dann haben die mich nach Hause geschickt, meine Familie. Und gerade als ich zu Hause angekommen bin, rief mein Schwiegervater an, du musst wiederkommen, er liegt jetzt im Sterben. Und ich musste aber ungefähr eine Viertelstunde fahren. Als ich dann ankam, war er tot. Und also ich frage dich das jetzt, weil ich mittlerweile weiß, dass du ja Gott sei Dank in einem anderen Zustand bist, aber auch nochmal einfach um den Menschen Mut zu machen, die das jetzt hören und die selber jemanden verlieren. Also wie hast du dich gefühlt auch in dem Moment dann? Also hast du das, realisiert man das dann oder wie fühlt man sich da in dem Moment, wenn das passiert? Es war für mich ein Schock. Ich habe immer daran geglaubt, dass er wieder gesund wird. Mhm. Weil ich nicht glauben konnte, dass mir jemand, der liebe Gott, wer auch immer, mit so einem wundervollen Menschen einfach von meiner Seite nimmt. Dieser Mensch, der mich das erste Mal in meinem Leben richtig glücklich gemacht hat, aus tiefstem Herzen. Und dass der mir einfach genommen wird. Und da bin ich in ein tiefes Loch gefallen. Aber ich muss auch sagen, auch Erleichterung im Sinne von, dass ich schlafen konnte. Dass ich auch wieder mal ja, ein bisschen Ruhe hatte. Aber es war natürlich nur die Anfangszeit. Es war vielleicht gefühlt so ein paar Tage. Und dann kam diese tiefe, tiefe Traurigkeit. Und du hattest ja auch noch zu dem Zeitpunkt schon eure Tochter im Bauch, ne? Das kam ja auch noch dazu. Ja. Unbewusst, ja. Ja. Die war da, aber na, ja, das war's. Mhm. Mhm. Nee, das war eine. Also es hat sich ein Riesenloch aufgetan. Ich bin in so ein tiefes Loch gefallen. Es hat mich. Alles war anders. Nichts war mehr wie vorher. Ich musste aus meiner Wohnung raus. Ich musste alle Sachen verkaufen. Ich musste mich gefühlt um Millionen Sachen gleichzeitig kümmern. Ich war völligst überfordert. Aber ich hatte Glück im Sinne von, dass ich Freunde und Familie hatte, die mir zur Seite standen. Und die mir alles abgenommen haben, weil ich konnte keine kleinste Entscheidung treffen. Will ich jetzt das Hemd behalten? Soll der Schrank weg? Ich konnte das nicht.
jetzt so im Nachhinein mit dem Abstand, was würdest du oder was hättest du dir gewünscht zu dem Zeitpunkt? Was würdest du auch Menschen raten in dem Moment, wenn sie selber an dem Punkt sind, dass sie jemanden, ja, eine nahestehende Person so schlagartig verlieren? Was würdest du jetzt im Nachhinein der Person mitgeben? Weil ich kann mir vorstellen, dass das auch echt, ja, wie du gerade gesagt hast, ein riesiges Loch in dein Leben bringt. Mhm. Wo man wahrscheinlich auch erstmal wieder so den eigenen Sinn fürs Leben auch wieder finden muss. Mhm. Hast du da irgendwas, wo du jetzt aus der Entfernung sagen würdest, okay, das hätte mir echt geholfen, oder das kann ich wirklich jedem Menschen jetzt auch mitgeben, einfach um auch wieder, ja, die Situation irgendwie zu überstehen, auch Mut zu machen? Also mein erster Impuls jetzt gerade war, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Ob es die Familie ist oder auch Freunde. Aber heute weiß ich auch, dass da noch mehr ist. Ich weiß auch, dass Adrian bei mir ist. Ich spüre ihn. Und ich weiß, dass er hier ist. Ja. Ob es jetzt der Sonnenstrahl ist, der mir jetzt gerade, auch jetzt prompt, schön. Wahnsinn, oder? Jetzt gerade mir ins Gesicht scheint und Adrian sagt, ja, du hast so recht. Der sagt jetzt gerade, glaube ich, ja, ich bin da, hier bin ich. Und da geht mir das Herz auf, ja. Das finde ich echt, und das ist auch immer was mich bei dir so berührt, muss ich sagen, weil du ja mittlerweile echt einen ganz anderen Zugang auch hast dazu, ne, zum Thema Tod und auch, ja, zu deinem Mann. Und wie ist das gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Kannst du dich da noch dran erinnern, dass du mittlerweile so, ja, auch natürlich immer noch trauerst, aber auch den tieferen Sinn da drin erkannt hast? Das ist, weil ich mich vor 2 Jahren für ein Coaching entschieden habe. Ich habe vor 2 Jahren gesagt, also da ging es sogar um Selbstständigkeit, weil ich gespürt habe, vor 2 Jahren war meine Tochter so, ja, so fast, also 4,5. Und ich habe gemerkt, dass ich mich so zerreiße zwischen meinem Job, meinem Kind und alleinerziehend, dass das alles nicht ineinander gespielt hat, sondern es war so anstrengend. Es hat sich nur schwer, traurig und anstrengend alles angefühlt. Und da ist mir einfach ein österreichisches Unternehmen begegnet und da wusste ich, ich will auch selbstständig sein. Ich möchte frei arbeiten, unter freier Zeiteinteilung, wann und wo ich will. Weil ich möchte nicht jemanden fragen, ob ich jetzt zu meinem Kind darf und mit das krank versorgen darf. Oder auch wenn man Krankheitstage hat und auch alleinerziehen, 20 Tage, schön und gut. Aber ich will niemanden um Erlaubnis fragen. Ich will es einfach machen und so machen, wie ich es brauche. Und bei uns war das Thema Krankheit in den letzten, als ich das Coaching anfing, enorm groß. Also wir gefühlt waren wir dauerkrank. Ich vor allem. Mhm. Im Nachhinein, meine Tochter hatte mal Ohrenschmerzen, auch nicht zu unterschätzen, aber Ohrenschmerzen, Schnupfen, Husten. Alles normale Kinderkrankheiten. Aber es hat mich fertig gemacht, mein Kind leiden zu sehen. Ich war ständig krank und bei mir ist es nicht bei einer Bronchitis geblieben, sondern bei mir ist die Bronchitis wirklich auf die Lunge geschlagen. Richtig auf die Lunge. Ich habe nachts Angst gehabt, ob ich es überhaupt schaffe. Klar, absurd. Gefühlt war ich gar nicht in der Not, aber diese Angst, die hat sich so breit gemacht. Diese Angst meines ganzen Lebens hat sich einfach immer mehr in meinem Leben breit gemacht. Die Angst vorm Leben, die Angst, das alles nicht zu schaffen. Mhm. Und das war das, was mir gesagt hat, so geht es nicht. Und dann kam mir mein erster Coach über den Weg gelaufen und die sagte, wir schaffen das. Die hat gesagt, sie führt mich in die Selbstständigkeit. Und da dachte ich gar nicht mal an irgendwas anderes. Ich wollte einfach selbstständig sein. Ich dachte, darum geht es auch. Und dass da so eine lebensverändernde Aufgabe hinter stand, hätte ich ja nie gedacht vor 2 Jahren. Niemals. Weil ich wusste, mein Körper hat echt gestreikt. Mein Körper hat gesagt, ich war zum Teil 4-5 Wochen zu Hause, weil ich konnte nicht arbeiten. Was meinst du, also jetzt, weil
du weißt ja auch mittlerweile, dass keine Krankheit irgendwie umsonst da ist, genau, sondern ne, dass alles ein Zeichen auch von der Seele ist. Mhm. Was meinst du, warum dein Körper dir gesagt hat, dass du zur Ruhe kommen musst, dass es nicht mehr weiterging? Genau. Also mein Körper hat ja bewusst die Lunge gesucht, mhm, weil die Lunge steht ja auch für Trauer. Mhm. Ja, also wenn man lungenkrank okay ist, dann hat man ein trauriges, depressives Thema. Und ja, und die Lunge hat zu mir gesagt, hier bin ich. Du darfst dir deine Trauer anschauen. Mhm. Guck mal dahin. Ich wusste das in dem Zeitpunkt nicht. Das war alles ganz neu. Und ich wusste auch noch nicht den Zusammenhang in dem Moment. Aber im Laufe meines Coachings, in meiner Betreuung, habe ich das dann gemerkt und gelernt. Weil wir hatten das 2 Winter hintereinander. Der erste Winter war vor meinem Coaching. Und der zweite Winter war dann abgeschwächt noch im Coaching. Aber ich war so dankbar, dass ich wusste, egal was ist, aber ich habe da jemanden an meiner Seite. Ich kann meinen Coach sofort anrufen, wenn ich Panik, was auch immer kriege. Also ich hatte dieses Sicherheitsnetz mir so ein bisschen wieder aufgebaut. Ja. Und was du gerade auch gesagt hast, was ich super spannend finde, du hast gesagt, du hast auch wirklich erstmal dir erlaubt, auch zu trauern. Ne? Du hast ja dann auch erstmal realisiert, dass du eigentlich vorher nie wirklich getrauert hast, sondern alles unterdrückt hattest. Ja, genau. Du hast mir das auch mal erzählt. Und das finde ich auch so wichtig, das nochmal zu sagen, weil ich das auch zum einen von mir kenne, aber auch eben viel auch beobachte und du ja auch, dass in dem Moment, wenn der innerliche Schmerz so groß ist, dass man so eine Angst davor hat, sich das anzugucken, dass man wie so eine Blockade, also wie so eine Mauer runtergeht und man zwar denkt, irgendwie verarbeite ich das schon, aber eigentlich wird es ja wirklich dann erst verarbeitet, wenn ich mir es wirklich mutig anschaue. Ne? Ja. Ja. Und das hast du dann ja auch gemacht. Ja, auch nicht freiwillig, ja. Ich habe auch erst mal lange gebraucht, dass ich in den letzten 7 Jahren, dass ich wirklich, ich habe die Trauer mit Funktionieren überdeckt. Mhm. Ich habe gedacht, ja, es ist jetzt eben mein Schicksal, dass ich alleinerziehend bin. Und alleinerziehend, das ist einfach anstrengend. Ich muss schließlich doppelt die Aufgaben erfüllen, muss doppelt das Geld reinbringen, muss doppelt Verantwortung tragen. Und dann durch das Coaching habe ich langsam begriffen, Quatsch, nein, es darf auch leicht sein. Und das kam dann so Stück für Stück, weil ich das immer mehr umsetzen konnte und mir dann Stück für Stück auch die Trauer angeguckt habe, auch nicht von Anfang an, aber Stück für Stück gelernt habe. Ja, und du hast ja dann sogar, und das finde ich wirklich so faszinierend, weil ich glaube, dass das vielen Menschen wirklich hilft, du hast ja dann sogar das Geschenk dahinter erkennen können, oder? Ja. Kann man das so sagen, dass du, du hast mir das letzte nochmal gesagt, dass eben, dass du auch realisiert hast, dass das eben dich viel mehr noch in dein Leben auch zurückgeführt hat. Definitiv. Mein Mann hat mich komplett gemacht. Wenn ich das schon sage, das war damals eine wundervolle, einzigartige, tolle Vorstellung für mich, dass ich so glücklich war, so angekommen. Aber dennoch durfte ich jetzt lernen, für mich ganz alleine glücklich zu sein. Heute liebe ich es, alleine im Kino zu sein, alleine im Café ein Buch zu lesen oder allein mit mir zu sein, zu Hause allein zu sein, vorm Kamin ein Buch zu lesen, einfach für mich zu sein. Mhm. Das ist für mich heute der größte Schatz. Und da für mich den Raum zu finden, dass ich durch meinen Mann habe ich gelernt, wirklich das Glück in mir zu finden und zu suchen. Und ja, das habe ich gefunden. Du meinst durch den Tod jetzt auch, ne? Ja. Ja. Genau. Also, also mein Mann, der ist ja nicht ohne Grund mir begegnet. Der ist mir begegnet, um mir diese 2 Jahre zu zeigen, in denen wir zusammen waren, zu zeigen, wie wertvoll unser Leben ist. Mein Mann hat mir in diesen 2 Jahren,
habe ich intensiver gelebt als die gefühlt die anderen 20 Jahre davor. Das war so eine intensive Zeit. Wir haben nicht einmal irgendwas ausfallen lassen oder irgendwas geht nicht. Es gab es nicht. Es ging alles. Alles ging. Und das hat er mir gezeigt, dass alles möglich ist. Und als er dann gestorben ist, war buff. Jetzt muss ich alles alleine machen. Das hat verdammt lange gebraucht und auch verdammt wehgetan. Und dennoch weiß ich, dass das Geschenk einfach darin liegt, dass ich dadurch wachsen musste. Mhm. Ich musste aus meinen ganzen Ängsten, aus meinem ganzen Kastensystem rauswachsen und sagen, ich musste so viele Grenzen sprengen. So viele Sachen, wo ich gesagt habe, nee, traue ich mich nicht. Ich habe ja nach dem Tod von meinem Mann noch mehr Ängste gehabt, wie ich vielleicht sogar schon vorher auch hatte. Ja. Aber danach habe ich mir ja gar nichts mehr erlaubt. Ich habe mir überhaupt nicht mehr erlaubt, glücklich zu sein. Mhm. Zu lachen. Ich habe mich... Andere würden sagen, ach, du warst doch immer fröhlich. Ja, mag sein. Aber es war nicht dieses Lachen vom Herzen, sondern nur anderen zu gefallen. Mhm. Und das ist ja wirklich eine großartige Leistung, weil das ja wirklich viel Mut erfordert, finde ich. Wenn man bereit ist, auch sich das anzuschauen. Und du hast zwar gerade gesagt, ich musste, aber im Endeffekt war es wirklich auch eine mutige, freie Entscheidung von dir, auch zu sagen, für dich, für dein Lebensglück, für dein Kind, ja, auch diesen Weg zu gehen. Das finde ich wirklich großartig, weil ich mir vorstellen kann... Oh, kriege ich Gänsehaut. Ja, wirklich. Das meine ich wirklich ernst. weil das echt... Wie gesagt, ich war noch nicht in der Situation, aber ich kann mir vorstellen, dass man echt... dass es auch teilweise einfacher ist, einfach in diesem, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Opfer, in dieser Opferrolle zu bleiben und einfach zu sagen, naja, das Leben hat es halt nicht gut mit mir gemeint und es ist ja alles auch so gemein und warum nimmt man mir jetzt die Person? Und das finde ich einfach wundervoll an dir und an dem, was du ja auch jetzt an die Menschen weitergibst, dass du sogar sagst, du hast eigentlich dadurch noch eine größere Lebensfreude mittlerweile. Ja, so wie die Damen jetzt. Und jetzt ist es ja sogar so, dass du dadurch eigentlich deine Berufung gefunden hast, oder? Ja. Magst du da noch mal was zu erzählen? Bitte. Ja, sehr gerne. Ja, genau. Das ist so. Ich sehe dieses Geschenk. Ich weiß, dass mein Mann... Der ist ja mit 32 gestorben. Mhm. Der war 32 Jahre gerade. Und er ist gestorben, weil er eine andere Aufgabe hat. Der ist gestorben, weil er wusste, die Julia, die kriegt das hin. Sonst wäre er mir nicht begegnet. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Der wusste, dass wenn er geht, dass es ein Geschenk für mich sein wird. Er hat es mir sogar am Sterbebett gesagt. Er hat zu mir gesagt, Julia, sei dankbar für diese zwei wundervollen Jahre mit mir. Wahnsinn. Und nicht traurig, dass wir keine gemeinsame Zeit mehr haben. Und da haben alle Psychologen und Therapeuten und Seelsorger zu mir gesagt, wow, großartig. Absolut. Ja, und ja, genau. Und mein Mann ist deshalb in mein Leben getreten, weil er wusste, dass ich das schaffe. Klar, hättest du mir das vor 7 Jahren, 5 Jahren gesagt, hätte ich dann, klar. Aber ich habe mich auch nie kampflos gefühlt. Ich habe mich als Kämpferin gesehen. Ich habe mich als jemand gesehen, die immer irgendwie weitermacht. Das habe ich mich schon auch immer gesehen. Ich habe mich nie als Aufgebende, als Opfer oder Sonstiges gesehen. Und dennoch wusste ich nicht, dass auch Kämpferinnen anstrengend ist. Also das Leben einer Kämpferin ist anstrengend und das hat mich verdammt viel Energie gekostet. Und heute würde ich mich eher als Kriegerin bezeichnen. Ja, das ist Kämpfen, das ist nicht gut, das ist nicht richtig, das stimmt. Aber ja, was ist jetzt das, was du jetzt dadurch auch den Menschen weitergibst? Also was? Genau, also ich habe jetzt ganz viele wunderbare Frauen schon, die ich begleite und ja, und noch viel, viel mehr möchte ich begleiten. Ich möchte, dass jede Frau weiß, die einen Verlust erlebt hat oder auch vielleicht noch sich schon in der Situation befindet und weiß, dass vielleicht auf sie was zukommt, dass der Mann jemand verstirbt, ein sehr
ja, ein Herzensmensch, ein sehr naheliegender Mensch, der einem ja sehr, sehr, sehr viel bedeutet und zutiefst berührt. Hallo. Hallo. Dass da ich da bin. Und nicht nur ich, sondern mein wundervolles Team. Ich habe mittlerweile ein richtig großes Team mir aufgebaut, weil es mir so ein Herzensprojekt ist, dass jeder weiß, dass wenn man so einen Verlust erlebt, dass man nicht alleine ist. Dass jedem geholfen wird. Das himmlische Kind. Schön, ne? Und dass jedem geholfen wird. Ja, dass jedem geholfen wird und vor allem auch, dass es wirklich möglich ist, aus der Trauer rauszukommen und sogar dahinter was Größeres zu sehen. Und du hast ja auch gesagt, du hast dadurch die Spiritualität für dich entdeckt. Ja. Ne? Den Zugang zum Universum, dass es noch eine größere Kraft gibt. Mhm. Und das finde ich halt sehr, sehr berührend, weil du ja mittlerweile den Tod eben nicht mehr nur als Verlust siehst, sondern wirklich auch als Geschenk für dein Leben, als Gewinn, weil du dein Leben ja ganz anders lebst. Also du bist ja wirklich mittlerweile an einem Punkt, wo du einfach jeden Tag genießt. Und wie? Und das finde ich so schön und das ist wirklich was, wo ich mir wünsche, dass so viele Menschen noch die Möglichkeit haben, die auch an dem Punkt sind und dass auch dieses Video wirklich diesen Menschen Mut macht damit, weil sie, wenn sie deine Geschichte jetzt hören, dass es nicht aussichtslos ist und dass es auch, dass alles auch richtig ist, was ich dann zeigen möchte, ja, dass die Trauer auch gut ist und dass du auch eben diese Menschen in der Trauer begleitest. Ja. Und du hast ja so coole Pläne, also du hast ja ein riesiges Projekt, eine riesige Vision. Ja. Und wenn das irgendjemand sieht und, also ich mache jetzt hier voll den Aufruf, aber ich finde das total cool, weil wenn du möchtest ja wirklich ein Zentrum gründen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen sagen darf, wie das heißt. Darfst du nennen, ja. Trauerwerkstatt möchtest du es ja nennen. Genau. Und wo wirklich auch die Menschen, die jetzt in dieser Situation sich erstmal alleine fühlen, auch eine Anhaltsstelle haben, wo sie hinkommen können, wo sie mit dir sprechen können, mit deinem Team, wo sie auch ja diesen Halt finden, der vielleicht auch durch die Familie nicht gegeben ist. Mhm. Und das finde ich so großartig. Und wenn jetzt irgendjemand von euch das unterstützen möchte, oder spenden möchte oder was auch immer, also das war nicht geplant, es kommt von mir, dann meldet euch. Und wenn du jetzt auch das Gefühl hast, du siehst das und du möchtest dich von Julia unterstützen lassen, dann wäre jetzt noch interessant zu wissen, wo man dich jetzt finden kann oder wo man dich kontaktieren kann. Also man kann mich kontaktieren. Deine Handynummer musst du jetzt nicht. Über Facebook kann man mich kontaktieren oder ich habe auch eine E-Mail-Adresse, die heißt info@trauerwerkstatt.com. Da könnt ihr mich anschreiben. Cool. Genau, das würde ich jetzt mal so stehen, dann das reicht. Ja. Oder einfach eine Nachricht bei Facebook. Da findet mich auch unter Julia Stuwarock. Ja. Cool. Ja. Und willst du sonst noch irgendwas Wichtiges sagen? Noch irgendwie, wo du jetzt das Gefühl hast, das fehlt noch zum Thema Tod und wie es das Leben verändern kann, auch zum Positiven? Nee, einfach nochmal, bleib dran. Es kommt auch deinen Weg, der zeigt sich jeden Tag. Jede Sekunde zeigt er sich mir. Dein Weg ist dir vorgegeben, dein Seelenplan steht fest. Und vertrau darauf, vertrau. Ich weiß, wenn man jemanden verliert, ich musste echt mein Urvertrauen wieder aufbauen. Mir war mein ganzes Vertrauen ins Leben war verloren, war weg. Und dennoch habe ich gemerkt und gelernt, wie wichtig das ist. Dass das auch ein Geschenk schon in meinem Leben früher war, dass ich immer sehr viel Vertrauen hatte. Dass ich auch immer die richtigen Menschen in mein Leben gezogen habe. Und ja, und mein Mann sollte mir begegnen. Er sollte mir genau dafür begegnen, dass ich jetzt diese Riesenvision habe, die aber auch gar nicht mehr so eine Vision nur ist, sondern wirklich ja in Realität jetzt umgesetzt wird, Stück für Stück. Und es wächst und wächst. Immer mehr Frauen kommen zu mir und sprechen mit mir und bitten mich um Hilfe oder mein Team. Das ist großartig. Ich bin so berührt, zutiefst dankbar für alles, was mir auch widerfahren ist. Und heute ist meine Tochter auch das größte Geschenk, das wertvollste Geschenk in meinem Leben. Und ich bin so dankbar, dass ich dieses wundervolle Mädchen an meiner Seite habe. Ja, und
ich finde, du zeigst es auch wirklich, wie es möglich ist, dass man ja, dass man eigentlich sich sogar noch fast besser fühlt als vorher, was sich komisch anhört, aber auch eben, was du gerade gesagt hast, auch dieses schlechte Gewissen loszulassen, weil ja, es gibt ja viele Menschen, die auch eine Nahtoderfahrung hatten, die auch zurückgekommen sind, die wirklich gesagt haben, dass es schön ist zu sterben, dass man ins Licht geht und dass das größte, dass der größte Wunsch ist von den Menschen, die gehen, dass die Angehörigen, die zurückbleiben, glücklich sind. Ja. Und dass es ja auch wirklich niemandem was bringt, wenn du jetzt ein schlechtes Gewissen hast oder ein Schuldgefühl, weil du hierbleiben durftest, ganz im Gegenteil, weil sich auch ja, die Seele das so ausgesucht hat, auch so früh den Körper zu verlassen. Und das ist ja wunderschön, dass du das auch an die Menschen weitergibst, die in der gleichen Situation sind. Ich weiß, dass mein Mann das von mir erwartet, Anführungsstrichen. Wirklich, er erwartet von mir, dass ich glücklich bin. Ja. Ich weiß das. Ja. Der hat mich in sein Leben geholt, weil er wusste, Julia, die schafft das. Weil wenn ich jetzt mein Leben lang unglücklich wäre, dann weiß ich, dass das Adrian auch unglücklich macht, da wo er ist, wo auch immer er ist. Und ich spüre ihn. Ich spüre ihn wirklich. Ob es der Wind ist, der Regen, die Sonne und auch manchmal wirklich die Energie. Ja. Genau. Und du kriegst ja teilweise sogar mittlerweile also Zeichen von ihm, ne? Ja, ganz viele. Das ist echt, also das ist auch noch wichtig, dass ich weiß noch, wo wir in Portugal waren zusammen und wo wir über Adrian gesprochen haben und wo wir auf einmal die Initialien von ihm in diesem, weißt du noch, in dem UAS auf einmal standen. Es ist so krass, finde ich, wenn man dem Leben vertraut wirklich und wenn man auch ja einfach dem Toten sagt, hey, gib mir mal ein Zeichen, dass du da bist. Auf einmal kommen diese Zeichen eben wirklich durch einen Wünschstoß einfach oder durch die Initialen, die wir gesehen haben. Immer wieder. Und das finde ich so faszinierend. Und bei mir ist das ja so, dass ich ja, dass ich meine Oma fühle, zu der ich übrigens vorher nie Kontakt hatte, wirklich richtig. Also doch Kontakt schon, aber wir hatten kein inniges Verhältnis, wo man jetzt sagen könnte, ich erkläre mir das mit dem Kopf. Ne? Die muss ja da sein, weil die mich immer so geliebt hat. Aber seitdem ich letztes Jahr auf der Reise war, war die auf einmal da. Die ist mir dann im Traum auf einmal erschienen. Und das war so ein Gefühl von, ja, von Liebe und von so immer wieder dieses Gefühl, also es ist alles in Ordnung. Also wirklich, die, als wenn die reine Seele da war. Und seitdem weiß ich wirklich, dass ja das Verstorbene auch immer wieder zu uns kommen und uns Hinweise geben, weil sie ja wollen, dass wir auf den richtigen Weg kommen. Ja. Und meine Oma ist mittlerweile, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich glaube ähnlich, meine Oma ist mittlerweile, ich versuche die dann wirklich zu rufen, wenn ich gerade nicht weiter weiß und versuche mit ihr Kontakt aufzunehmen und frage sie einfach, was für mich der nächste richtige Schritt ist. Und die ist für mich jetzt in der Form sogar mehr wert, hört sich komisch an, aber präsent, präsent näher, als sie es jemals war, als sie noch hier in ihrem Körper war. Und ja, das finde ich sehr, sehr faszinierend und das finde ich auch einfach schön, wenn man, wenn das auch was ist, was wir nochmal weitergeben können, wo man auch dann einen anderen Zugang nochmal zum Thema Tod findet. Ja. Jeden Fall. Und zu dem Verstorbenen. Schön. Sehr schön. Das ist... Ja, ich möchte nichts in meinem Leben missen. Alles hat mich weitergebracht. Und alles hat mich genau jetzt hier heute auf diese wunderschöne Bank geführt, damit wir hier am Wasser sitzen und diese wunderschöne Sonne jetzt genießen dürfen. Stimmt. Und ich danke dir sehr für das schöne Interview. Danke dir. Das ist so tief.